Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir Sternzeichen Waage, deine Monatslegung Juli 2021 mit dir teilen und wie gewohnterweise mit auf den Weg geben. Leute, ganz lieben Dank, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, ob du vom Sternzeichen Waage bist, Aszendenten Waage bist, um eine Person zu hinterfragen, die Waage ist. Herzlich willkommen, herzlichen Dank für deine Likes, für dein Abo. Drück das Glöckchen direkt von vornherein, sage ich das, weil manchmal vergesse ich das zu erwähnen, weil ich von meinen Kunden und Patienten auch in den Kommentaren sehr oft hier gelesen habe, dass manchmal Benachrichtigungen nicht ankommen. Okay, drück einfach das Glöckchen, dann wirst du benachrichtigt. Ja, Waage, es wird ein prickelnder Monat. Okay, das Wichtigste, was ich dir heute mit auf den Weg geben möchte, ist, halte an deiner Vision fest. Setze dir neue Ziele. Komme wieder in dein Gleichgewicht. Okay, fange an, wieder den Monat Juli aus einer anderen Perspektive zu sehen. Warum? Es werden interne Konflikte kommen. Es werden Konflikte mit der Partnerschaft auf die Probe gestellt werden. Es werden Menschen von dieser terrenalen Ebene gehen, die in deinem Umfeld sind, ja, Familienmitglieder oder ein Familienmitglied, ein sehr nahestehender Mensch. Da kannst du dich schon mal ein bisschen darauf vorbereiten. Denk dran, Leute, alles, was im Tarot ist, habe ich die Pflicht zu sagen. Nicht auf alle wird das zutreffen. Holt euch aus meinen Legungen immer nur das raus, was mit euch stimmig ist, okay? Lasst den Monat erstmal anfangen und dann werdet ihr sehen, wie ihr dann zu reagieren habt. Wir haben aber auch einige Menschen, die sich auch von verstorbenen Seelen verabschieden müssen. Das heißt, einige von euch hängt ihr noch in einem Schmerz fest, ja? Durch eine Geburt, die nicht zu Ende, eine Schwangerschaft, die nicht zu Ende gebracht worden ist, was einen großen Schmerz auslöst. Ich kann das nachvollziehen. Leute, ich selber hatte auch drei Fehlgeburten. Und ich kann jede Frau in der Hinsicht komplett verstehen und nachvollziehen, dass dieser Schmerz ein ganz intensiver Schmerz ist und man lange braucht, um diesen zu lösen. Okay? Auch wenn jemand verstirbt. Auch ihr wisst, viele von euch, mein Mann ist auch verstorben durch einen Behandlungsfehler vor vielen Jahren. Und es hat mich wirklich ein Jahr Depression gekostet, um da rauszukommen, aus dieser Energie wieder, um zu mir selber zu finden. Ja? Also ich kann das alles nachvollziehen. Und umso mehr, weil ich diese Narben selber schon auf der Seele habe, kann ich dir eine Stütze sein und dir sagen, es ist umso wichtiger, ja, dass ihr diese Seelen zielen lasst und dass ihr wieder mehr in euer Selbst kommt, weil ansonsten werdet ihr im Leben nicht das mehr bekommen, wonach ihr euch sehnt. Aufpassen mit euren Gedanken, aufpassen mit euren Gefühlen. Möchtet ihr mehr wissen zu eurer privaten Legung, zu einer zielorientierten Therapie, ja, auch wie man aus diesem Schmerz herauskommt, sprecht mich an, schreibt mich an über WhatsApp und ich bin gerne bereit, euch zeitnah einen Termin zu geben, okay? Waage, wir haben hier schon mal eine Hauptenergie für viele von euch, die damit zu tun hat, aus einer Stagnation rauskommen zu wollen. Das heißt, irgendein Geschehnis, irgendein Erlebnis, irgendetwas, sei es in deiner Partnerschaft, in deinem Gefühlsleben, in deinem Arbeitsumfeld, ja, egal was im Monat Juli, ich könnte dir sagen, sogar bis auf die Farbe in deiner Socken. Jeden einzelnen Tag vom 1.7. bis zum letzten Tag im Juli könnte ich dir sagen, was jeden einzelnen Tag passiert. Mache ich aber nicht aus Zeitgründen, dafür haben wir die privaten Legungen. Okay, wir haben einige Waage von euch, die unter sehr viel Abgeschlagenheit leiden werden, ja, die unbedingt Ruhe brauchen, die versuchen nach außen hin eine Fassade aufrechtzuerhalten, aber innerlich schon total überfordert sind, haben Angst, wirklich ihre Gefühle zu zeigen, haben Angst vor Verletzung, haben Angst, jemanden zu verlieren, haben Angst, jemanden loszulassen, egal was es ist, bewusst und unbewusst. Denkt dran, dass euer Unterbewusstsein euch immer wieder einen Streich spielt. Dinge, die ihr jetzt nicht so wahrnimmt, aber trotzdem im Unterbewusstsein agieren, können euch echt zu Fall bringen. Im Monat Juli haben wir eine Transformation für viele. Eine Transformation bedeutet, dass das Schicksal einhergeht und sagt, Waage, es ist jetzt wichtig, dass du wieder in deine Mitte kommst. Es ist wichtig, dass du dir hier auch eine Ruhepause gönnst. Es ist auch wichtig, dass du Menschen Grenzen setzt, aber vor allen Dingen dir selber. Wir haben für viele von euch ein Thema mit einem Vater, eine Vaterfigur. Es kann ein Bruder, ein Onkel, ein Schwager sein, ein Cousin, ein Freund, jemand, der älter ist wie du, ja, aber auch ein Vater. Ein Vater, der schwer krank ist, ein Vater, der erkrankt ist, ein Vater, der gestorben ist schon oder jemand Nahestehendes, der für dich eine Vaterfigur dargestellt hat. Diesen Schmerz musst du überwinden. Diese Klärung darfst du auch angehen im Monat Juli. Okay? Wenn du sagst, ey Alain, ich habe gar kein Vaterthema, ja, dann solltest du aufpassen, dass du nicht in einer Konstellation, in eine Partnerschaft kommst oder gerätst oder gerade bist, wo dein Partner vielleicht viele Züge hat wie dein Vater. Okay? Oder auch sehr autoritär sein kann. Also wir haben es hier mit Energien zu tun, wo der eine ein bisschen älter ist. Ja, und wenn es nicht um Altersunterschiede geht, dann geht es um einen Reifeprozess, dass der eine vielleicht ein bisschen reifer ist, ein bisschen dominanter ist, ein bisschen geordneter ist, ja, und dein Leben im Juli vielleicht ein bisschen aus der Bahn gerät und du da die Stütze von diesem Partner brauchst, der dich nochmal richtig in die richtige Bahn bringt. Also wir haben hier ein breites Fächer. Ein breiten Fächer von ganz vielen unterschiedlichen Energien im Monat Juli, dass es wirklich schon bemerkenswert ist, wie viele unterschiedliche Waage-Energien es gibt und trotzdem wieder alles eins ist. Das ist unglaublich toll, es ist unglaublich spannend. Du hast auf der einen Seite
das Gefühl, der Boden wird dir unter den Beinen weggerissen. Ja, du hast sehr viele Unsicherheiten, Ängste, Verzweiflungen, Visionen in Träumen, Vorstellungen, deine Gefühle fahren Achterbahn. Ja? Es gibt Konflikte durch aufgesetzte Egos, deinen Widerstand womöglich auch, ja. Oder Widerstände von deiner Umwelt, die nicht dich verstehen können. Auf der anderen Seite haben wir dritte Personen, die sich in dein Liebesleben einmischen, in dein ganzes Leben. Es gibt Verzögerungen in der Gesundheit, es gibt Verzögerungen in den Finanzen, es gibt Verzögerungen in der Wunscherfüllung deiner Gefühle, es gibt Verzögerungen in allen Bereichen, sofern du nicht nach den Regeln des Lebens spielst. Deswegen sagt der Monat Juli, Waage, es ist ein total toller Moment, um diese Veränderung. Der Turm ist immer eine Veränderung, die vom Schicksal bestimmt ist. Das Schicksal sagt, du hast bisher alles gut gemacht oder du hast bisher vieles falsch gemacht. Und du darfst im Monat Juli nochmal in dich hineinhorchen und schauen, was ist da los. Wir haben viele Prägungen aus der Kindheit. Deswegen kam auch hier vorhin der Vater. Strukturen, Glaubenssätze, Glaubensrichtungen, Verhaltensarten, ja, immer wieder an Prinzipien festzuhalten, kann dir im Monat Juli eine Fallstricke bieten oder auch die Augen öffnen. Es kommt darauf an, wie du in Resonanz kommen wirst, sobald sich eine Situation darstellt. Ja, wir haben hier Schwangerschaften, die ein bisschen verzögert kommen werden. Andere von euch werdet ihr natürlich auch schwanger werden, ja. Aber das Thema Schwangerschaft, Kinderwunsch ist ein ganz großes Thema bei vielen Waagegeborenen in dem Monat Juli. Aus welchen Gründen auch immer. Aufpassen mit Inseminationen, aufpassen mit Überforderung in der Schwangerschaft, gerade durch einen Todesfall, gerade durch vorherige Fehlgeburten, gerade durch emotionale Überforderung. Aufpassen im Monat Juli für alle Frauen, die ihr schwanger werden wollt, die ihr schwanger seid, damit es keine Risikoschwangerschaft wird, sondern damit alles den geordneten Gang geht. Okay, bist du jetzt aber eine Frau, die sagt, Alena, ich habe mit Schwangerschaft nichts mehr am Hut, ja, ich bin schon 47 Jahre alt, ich habe keine Gebärmutter mehr, ich habe keinen Partner, whatever, heißt das hier nichts anderes, dass du eine neue Version von dir, also quasi wieder eine Wiedergeburt, an den Tag legen wirst. Das heißt, durch eine spirituelle Entfaltung, durch einen Neubeginn mit dir selber, durch die Erkenntnis, dass du mehr in die Selbstliebe gehen wirst, egal ob du Mann oder Frau bist, aber gerade von diesen Frauen mit den Schwangerschaften möchte ich gerne hier nochmal eingehen. Weil das Tarot mir das hier wie so ein Bling, Bling, Bling sagt, okay, geht es hier darum, dass du aus einem Gesundheitszustand rauskommen wirst, Depression, Abgeschlagenheit, schwere Erkrankungen und es ist eine neue Geburt, eine zweite Chance sozusagen. Okay, das gilt auch für Männer, wo die jetzt nichts mit Schwangerschaft zu tun haben, aber halt einen Unfall hatten zum Beispiel, ja, und sagen, boah, ich bin gerade dem Tod von der Schippe gesprungen, was auch immer. Seht es also an als Neugeburt, als neue zweite Chance, als Wiedervereinigung in eurem Monat Juli für viele von euch. Ja, wir haben hier Partnerschaften, die auf die Probe gestellt werden durch Einfluss der Eltern, durch Konflikte der Eltern, durch Konflikte der Familie, durch dritte Personen, die sich einmischen. Es gibt hier Geheimnisse, die im Monat Juli an die Luft kommen, durch Schwangerschaften, die nicht von dem Partner sind. Dein Partner kann eine Frau geschwängert haben, geheime Liebe auf der Arbeit. Ja, also es kommen hier viele Geheimnisse ans Tageslicht, womit du nicht gerechnet hast. Auch aus dieser Familienkonstellation, wo der eine von dieser terrenalen Ebene gehen wird, werden sehr viele Geheimnisse auf einmal gelüftet werden, womit du gar nicht gerechnet hast. Also aufpassen, ja. Singles, ihr habt die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, ja, aber es geht darum, dass du als erstes nicht nur passionell denkst, ja, nicht nur aus dem Impuls heraus, sondern auch überlegst, wenn ich jetzt in eine feste Partnerschaft gehe, ist es das jetzt wirklich, ist es das wirklich, was ich möchte? Viele von euch haben nochmal den Ex zum Vorschein im Monat Juli, durch Nachrichten, durch Facebook, durch Kontaktaufnahme, durch Erinnerungen, durch was auch immer, kommt der Ex-Partner für viele nochmal ins Spiel. Ja, oder der Ex-Partner macht sich einfach bemerkbar oder du hast auf einmal eine Sehnsucht nach diesem Ex-Partner. Das gibt es für viele Waage auch. Kehrt in eure Mitte, Veränderungen kommen sehr schleppend, ihr habt viele Gedankenkarusselle, ihr habt viele Hürden zu überstehen, ja, im Beruf, in der Liebe, in den Finanzen, in der Gesundheit, aber vor allen Dingen mit dir selber. Nutze den Monat Juli, das ist eine heilige Zahl, es ist eine sehr spirituelle Zahl. Es geht in der Zahl 7 um Vertrauen. Vertraue dir, vertraue auch deinem Partner, ja, indem du ein Gespräch mit ihm oder mit ihr führst, damit Unsicherheiten, Konflikte, Probleme, Zweifel wirklich gelöst werden. Wir haben hier wirklich dritte Personen, die einmischen, sich versuchen einzumischen, um diese Partnerschaft, um dein Leben aus dem Gleichgewicht zu bringen. Vor allen Dingen die Prägungen aus der Kindheit, ganz wichtig, ja, das ist ganz, ganz wichtig, Leute, auch was ihr euren Kindern heute antut. Aufpassen, das kann eure Kinder prägen, ganz, ganz wichtig. Der Monat Juli hat sehr viele schöne Sachen für dich, Neuanfänge in jeglicher Hinsicht, ja, auch finanziell nochmal. Also du kannst hier das Rad nochmal umdrehen, aber du musst wirklich diese Transformation ernst nehmen, Signale ernst nehmen von deinem Körper, von deinem Geist, von deiner Seele, als auch von deiner Umwelt. Nicht in der Stagnation bleiben.
Nicht in der Überforderung bleiben, nicht in der Angst bleiben, sondern reifen, wachsen und zu sagen, ja, ich gehe jetzt alles neu an, ich befreie mich von allen Ketten, gehe auch zum Arzt, gehe auch zum Psychologen, gehe auch zum Therapeuten, schreibe auch alleine an für eine zielorientierte Therapie oder für eine Tarotlegung, ja. Ich nehme mir den Rückzug, die Ruhepause, die ich brauche, ich gehe innere Konflikte an, ja. Ich gehe alles an, was mich behindert, glücklich zu werden, auch die Konstellation in der Liebe, damit sich alles langsam schleppend wieder geben kann, auch wenn es nicht gerade sofort läuft. Ja, wir haben sehr viel Liebeskummer, wir haben sehr viel Leid, aber wir haben auch hier sehr viel Heilung. Es kommt darauf an, wie ihr euch fokussieren wird. Also Partnerschaften werden extrem auf die Probe gestellt, Fernbeziehungen haben eine Möglichkeit, sich zu treffen und hier nochmal das Rad rumzudrehen. Habt mehr Verständnis für eure Partner, bittet eure Partner auch ein bisschen mehr Verständnis für euch zu haben, das ist ganz wichtig. Die Kohle wird nicht berauschend sein, es werden jetzt keine sonderlich großen Einnahmen kommen, für einige natürlich schon, ja, durch eine Erbschaft, durch einen Geldsegen, durch eine neue Arbeit, durch eine Investition, durch ein Produkt, was man verkauft, ein Haus vielleicht verkauft, ja, macht aber keine großen Sprünge im Monat Juli, sondern haushaltet ein bisschen und schaut mal, wie ihr euer Geld ausgibt, aber sinnvoll ausgeben. Also eine zielorientierte Therapie, eine private Legung zum Beispiel mit mir, ja, investiert du in dein Leben. Wenn du jetzt in 10 Schachteln Zigaretten investierst, ja, investierst du in dem Tod ein bisschen näher zu kommen. Wenn man es jetzt mal ganz krass sagen möchte, okay? Ich bin eine sehr authentische, sehr realistische Frau und deswegen sage ich das auch immer in meinen Legungen. Haltet euch immer den Spiegel vor Augen, ja? Arbeitssuchende, es gibt die Möglichkeit, im Juli eine Arbeit zu finden, ja, aber es ist nicht so, als ob du jetzt schon bereit wärst, ja? Der Verlust, den du zu verarbeiten hast, deine seelischen Konflikte, deine Unruhe manchmal wird dir ein bisschen noch zu schaffen machen. Also es gibt Arbeit, ja, die vielleicht auch ein bisschen weiter weg ist, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, dass du energetisch schon den Willen hast, in diese Arbeit zu kommen. Du kannst es haben, ja, aber du musst es wollen. Und du hängst aus irgendwelchen Gründen immer noch in einer Energie, die dich einfach nicht frei werden lassen will. Ja, auf irgendeinem Grund. Sucht einen Therapeuten auf, Leute, wenn es wichtig ist. Redet mit Freunden, mit Familie über alles, was euch beschäftigt, okay, und ab nach vorne. Der Monat Juli ist ein Monat der Transformation, der Erkenntnis, der Veränderung, der Sachen anzuziehen. Wenn du etwas vom Universum einforderst, musst du genau wissen, was du möchtest. Achte nicht so auf Äußerlichkeiten, sondern geh mehr in das Innere von deinem Sein und von den Menschen. Wenn du dir etwas wünschst vom Universum, von der geistigen Welt, musst du wissen, was du dir wünschst. Wünsche dir also etwas, was du bereit bist zu empfangen, wo du mit auch bereit bist umzugehen. Okay, nicht einfach nur, um irgendwie was zu wünschen. Das wäre total fatal, weil dann musst du mit den Konsequenzen rechnen. Die eine Arbeit haben, ja, die Arbeit an sich wird gut. Es gibt geheime Affären, es gibt Labereien auf der Arbeit, es gibt Enttäuschungen, es gibt Machtkämpfe, es gibt Situationen, die dir Magenschmerzen bereiten werden. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die kündigen werden, die haben aber schon einen ersten Ärmel, die haben schon einen neuen Job oder zumindest was in Aussicht oder werden zumindest nicht lange arbeitssuchend sein. Macht euch also keine großen Gedanken. Finanzen ein bisschen kontrollieren, Gesundheit auf jeden Fall zum Arzt gehen. Bei jeder Mimose, bei jeder Kleinigkeit, ja, ab zum Arzt zu gehen. Reha-Therapien, Suchtkliniken aufsuchen, okay? Hals, Kopf, Nase, Mund, alles, also das ganze Lymphsystem, alles wirklich komplett durchchecken lassen bei jedem Anzeichen, wo du sagst, du kannst nicht mehr, du bist überfordert. Gönnt euch eine Ruhe, wir haben es nämlich hier eine Überforderung kann euch außer Gefecht setzen, wenn ihr die Signale nicht wahrnimmt, okay? Bist du eine Mutter oder ein Vater und ihr seid überfordert mit der Kindeserziehung, bindet die Freunde ein, bindet auch Großeltern mit ein, damit ihr einfach mal ein paar Stunden, ein paar Tage, wenn es möglich ist, auch ein bisschen Ruhe findet, okay? Im Großen und Ganzen wird es eine Herausforderung, die aber zu guter Letzt ein Erfolg werden kann, langsam, aber sichere Schritte zu gehen, okay? Halte an deinen Träumen fest, wie ich schon gesagt anfangs, an deinen Visionen fest, glaube an dich, vertraue auf dich, dass das, was dich gerade zermürbt, was dich gerade kaputt macht, ja, aus der Ruhe, aus der Sicherheit, mit der nötigen Spiritualität, mit der nötigen Meditation, mit den nötigen Hilfestellungen um dich herum, kommst du aus diesem Ballast, aus dieser Stagnation, aus diesem primären Unwohlsein heraus, okay? Es gibt hier Benachrichtigungen, es gibt hier Menschen, die dir zur Seite stehen, du wirst auf einmal von irgendwas hören, ja, irgendetwas auch über deinen Vater, wie auch immer, aber das Wichtigste ist für mich, nicht dir alle kleinsten Details zu sagen, sondern raus aus Ängsten, Unsicherheiten, ordne deine Emotionen, damit sich keine körperliche Erkrankung manifestieren kann. Die Leute, die gesundheitlich sehr angeschlagen sind, ja, macht eure Therapien weiter, holt auch mehrere Meinungen von den Ärzten, das ist ganz, ganz wichtig. Arbeitet auch auf das auf, was ihr in eurer Kindheit erlebt habt, Prägungen jeglicher Art. Helft auch einem Familienmitglied, einer Schwester, einer Mutter, einer Cousine, einer Freundin, was ihr als Familie definiert. Hier geht es darum, dass im Monat Juli auf die Probe gestellt wird, was ist deine Bereitschaft, wie weit bist du bereit, deine Ängste zu lösen, deine Unsicherheiten zu lösen, ja? Wie weit bist du bereit, anderen ein guter Ratschlaggeber zu sein, also dein ganzes Sein
wird im Monat Juli auf die Probe gestellt, aber du hast immer einen Neuanfang, du hast immer einen Ast in Ärmel, du darfst es nur erkennen und sehen. Also nicht in dieser Trauer bleiben, in dieser Blockade, in diesem Rückzug, in diesem keine Ahnung was, sondern rein ins Leben und sagen, yes, ich kann das, ich habe es verdient, ich bin frohen Mutes, ich schaffe das. Ja? Positiv denken, positive Affirmationen, dekretiere positiv und vertraue darauf, dass die geistige Welt immer weiß, was für dich das Richtige ist. Auch wenn du manchmal in ein Loch fällst und sagst, ey, das ist gar nicht meine Mitte, das bin ich überhaupt gar nicht, lasse nicht zu, dass Fremdenergien oder auch deine eigenen destruktiven Energien, die den Boden und den Füßen wegreißen können im Monat Juli. Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Gib dem Leben und die Liebe die Farbe, die dich glücklich macht, Waage. Nehmt den Monat Juli wirklich an. Teilt dieses Video. Schaut euch auch an. März, April, Mai, Juni, Juli. Ja, Sternzeichen, Horoskop. Auch diese Nachricht ist für dich. Auch die Liebeslegungen. Alle meine Videos haben immer eine versteckte Nachricht für dich dabei. Du darfst nur in die Ehrlichkeit gehen, in die Feinfühligkeit, in die Hochsensibilität, in die Offenheit. Und du wirst sehen, eine klare Absicht bringt dich ans Ziel. Also habe ein klares Ziel vor Augen, was du im Monat Juli erreichen möchtest, was du loslassen möchtest, wie auch immer, um wirklich dem Leben die Farbe zu geben, die dich glücklich macht. Okay? Und deine Intuition, Waage, sage ich immer wieder, wird dich genau zum richtigen Zeitpunkt zu mir, zu Alena Tarot führen. Private Legung, zielorientierte Therapien, auch Schmerzbewältigung, ja, Chakra-Reinigung, all dieses ist auch ein Teil von dem, was ich halt mache. Ja, auch Rückführungen mache ich aber nur vereinzelt, also jetzt nicht in Massen, sondern wirklich nur bei gezielten Menschen halt, die auch wirklich da ein ganz, ganz großes Defizit haben, mache ich auch Rückführungen, die natürlich auch ihre Zeit in Anspruch nehmen. Okay? Leute, alles erdenklich, liebe Waage, ich wünsche dir alles, alles Gute. Like, abonniere, teile meinen Kanal, drück das Glöckchen und alles ist im richtigen Lot, okay? Alles Liebe, Waage, ich danke dir, bis dahin, bye.